Hallo ihr süßen Puppis und herzlich willkommen zur Dschungelnachlese der zweiten Ausgabe. Rolf Zacher, hat der heute irgendwas überhaupt gemacht? Nee, ne? Nee, war unwichtig. So, dann gehen wir gleich mal weiter. So, Nathalie Imbruglia, nee, Nathalie Zwegert, nee, wie heißt denn? Nathalie Volk, die hat heute auch nichts gemacht. Die hat doch, Nathalie, passt auf, Nathalie, das war so eine kleine süße Geschichte mit Menderes, der hat heute eröffnet, und zwar diesem Speedsüchtchen, Glatzkopfmeister Propper hat er eröffnet, dass er noch Jungfrau ist. Und da hat natürlich dieser Ex-Fußballer hat das überhaupt nicht verstanden, weil ich meine, der muss mindestens 5-mal am Tag absagen, damit er überhaupt irgendwie runtergeschackert ist. Er hat das überhaupt nicht verstanden. Und dann hat sich die Nathalie Volk, die hat sich auf das Niveau herabgelassen und hat sich zu dem Menderes auf die kleine Pritsche gesetzt und hat ihm mal so ein kleines bisschen mit ihrem weiblichen Charme angeflirtet. Menderes war total verschüchtert. Und dann saßen sie beide irgendwann nur noch so nebeneinander und haben sich angeschwiegen. Also da hat es so richtig geknistert. Langweilig. Die Wollersheim, die ist heute investigatorisch unterwegs gewesen, weil die wollte unbedingt wissen, wie das jetzt genau mit der Alkoholsucht oder mit der Ex-Alkoholsucht von der Jenny Elvers ist. Weil die hat nämlich im Flugzeug mit beobachtet, dass der Freund von der Jenny Elvers, ihr wisst, das ist der, der die auch mal am Strand verkloppt hat, was aber eigentlich gar nicht stimmt. Die hatte mich beobachtet, dass der total viel gesoffen hat im Flugzeug. Und da wollte die Sophia mal wissen, wie ist es denn so, wenn der jetzt säuft und du bist doch schon seit 3 Jahren trocken. Und es war der Jenny Elvers sehr, sehr unangenehm, weil sie natürlich nicht zugeben wollte, dass er eigentlich schon wieder total doof ist. Man sieht es ja an ihrer Gesichtsfotze. Wer ist das? Ach, Jenny Elvers. Warte doch mal. Die Sophia Wollersheim, die hat dann noch erzählt, wie sie ihren Bert Wollersheim kennengelernt hat. Und zwar auf MySpace hat sie den kennengelernt. Muss also im vorletzten Jahrhundert gewesen sein. Man sieht es ja an Bert Wollersheim, dass es auch schon ein Eckchen her ist. Und sie war da erst so ein bisschen, naja, und ach, das ist auch mit Puff und so. Und das ist ja alles so Rotlichtmilieu und das ist hier auch alles nicht so. Und sie hat sich extra zum ersten Date ein ganz langes Kleid angezogen, damit sie nicht so nuttig rüberkommt. David Ortegas, der hat heute eröffnet, der David, the Mr. Superbrain of the Jungle Camp, dass er wollte Gentechnologie studieren. Aber, weil das ist nämlich total spannend, weil er hat mal im Fernsehen gesehen, dass man dann nämlich die Köpfe von Toten abtrennen kann und dann kann man aus so einem Kopf wieder neue Menschen klonen. Oder irgendwie so. Er hat es auch selber nicht so genau verstanden, ich auch nicht. Das fand er total spannend. Leider hat sein Hauptschulabschluss dafür nicht gereicht. Und jetzt ist sein neuer Plan, dass er jetzt eine Burgerbude aufmachen will. Er kann aber leider noch nicht gut kochen. Schade. Was ist eigentlich mit Gunter Gabriel los? Also der ist für die Dschungelprüfungen gesperrt, genauso wie Rolf Zacher. Das Einzige, was der macht, ist eigentlich platt auf seiner Pritsche liegen. Und er steht eigentlich nur auf platt. Wellig. Er liegt wellig auf seiner Pritsche, ja. Der Imperator des Dschungelcamps. Und der steht eigentlich nur auf zum Kacken und zur Verkündigung, wer in die Dschungelprüfung muss. Ansonsten bleibt er da in seinem, wie sagt man dazu, Alkoven, in seinem Dschungelsakrophag, ja. Und er wartet darauf, dass er wiederbelebt wird. Was ist das? Die Fürstin. Die Fürst hat aber heute ihre Haare schön gehabt. Also die hat heute die Haare hinten so ein bisschen zu so einem Knödel gebunden. Und dann mussten sie die Dschungelprüfung machen. Und dann sind angetreten die Wollersheim, die mit den Titten, gegen die Kampflesbe. Und das hat die Wollersheim auch noch mal vorher gesagt, jetzt musst du gegen die Kampflesbe antreten. Naja, Und dann war die Dschungelprüfung. Das hieß irgendwie aus 1 macht 3, zähl die Dinge oder irgendwie sowas. Und dann mussten sie halt Tiere ertasten und zählen mit den Händen, mit dem Gesicht. Das fand ich sehr, sehr schön. Und mit den Füßen.
Waren Ratten mit dabei, Echsen, was noch? Ach, Schlangen, also es war jetzt wirklich eigentlich mega unspannend. Das Tolle war aber, da ganz zum Schluss mussten sie mit dem Gesicht in so ein Bassin rein, da mussten sie irgendwelche Früchte zählen mit dem Kinn, die Wallershelm hat immer so mit dem Kinn mal so getastet. Du versuchst die 1000 Kakerlaken. Ja, und in dem Ding waren diese Früchte drin mit ganz, ganz vielen Kakerlaken. Und die Wollersheim, die hat dann da ertastet mit ihrem Kinn. Und dann war sie ganz und überall so kribbelt, alles so, hat alles gekribbelt. Und dann war eine Kakerlake, ist natürlich in ihren Ausschnitt rein. Da, wo sie eh schon die ganze Einrichtung vom Dschungelcamp versteckt, schon seit gestern. Und da war eine Kakerlake drin. Hat sie gleich erstmal natürlich richtig schön in eine Kamera gehalten. Ja, RTL hat drauf gefilmt. Endlich wieder titten. Und dann hat sie die Kakerlake aber nicht rausbekommen. Und die Sonja Zietlow, die ist ja patent, die hat sofort eingegriffen und hat schön mit der Hand zwischen die zwei Möppis von der Wollersheim und hat die Kakerlake rausgezogen. Da hat sich der gemeine RTL-Zuschauer sehr gefreut. Und dann ist noch ein Fauxpas passiert, denn Daniel Hartwig, der hat, als sie die Leguane zählen mussten oder Echsen oder was das war, hat der doch Tatsache verraten, wie viele da drinne sind. Aber beide haben es gar nicht gecheckt, weil beide sind wahnsinnig dumm. Und das war auch schon das Dschungelcamp. Ich freue mich sehr auf morgen, weil morgen ist endlich David in der Dschungelprüfung. Da müssen sie irgendwie in so eine Todesgruft oder irgendwie sowas. Und ich glaube ja, dass David so eine richtige Mega-Memme ist. Und gegen ihn antreten wird die Kampflesbe, obwohl eigentlich der Speedsücht ja eigentlich wollte. Aber die Kampflesbe ist einfach unterhaltsamer. Für das RTL-Publikum, ihr süßen Mäuse, das war's schon wieder. Wir sehen uns morgen oder wenn wir uns hier nicht sehen, dann im Internet. Bis dann! Sharing is caring.